Weiter geht's mit einer neuen Folge Du fragst, ich antworte. Heute kommt die Frage von, Moment, Berit Liemchen, 1974. Au, gleiches Geburtsjahr. Die Frage lautet heute: Kann ich zwei verschiedene Eiweißquellen mischen? Ist das besser oder schlechter? So, also starten wir durch. Ich werde es heute auch bei dieser Frage belassen. Mal gucken, wo uns die Reise heute hinführt. Ich beginne vielleicht mal ein bisschen weiter vorne. Eiweiß wird ja auch Protein genannt. Das wird abgeleitet vom griechischen Proteus. So nach dem Motto, ich nehme den ersten Platz ein. Also die Griechen wussten früher auch schon von der Wichtigkeit von Eiweiß. Das bedeutet schon mal, Eiweiß und Protein ist genau das Gleiche. Ich sage das deshalb, weil es einige gibt, die sagen, ja, in meinem Produkt ist viel Eiweiß drin, aber kein Protein, steht nirgendwo. Ja, also es ist das Gleiche. Okay, jetzt steigen wir ein bisschen tiefer ein, denn das Protein ist, kann man sich vorstellen, wie eine Perlenkette. Eine ganz, ganz lange Perlenkette. Und diese Perlenkette, das ist die Primärstruktur, besteht aus Aminosäuren. Das sind die einzelnen Perlen auf dieser Perlenkette. Und es gibt insgesamt 20 verschiedene Perlenkettenfarben. Und bevor jetzt die Klugscheißer um die Ecke kommen, ja, manchmal sprechen auch irgendwelche Quellen von 21 Aminosäuren, sogar welche von 22, das ist völlig egal. Wir lassen es mal bei dieser 20, weil das ist so das Standardisierte. Wir haben also 20 verschiedene Perlen auf der Perlenkette, die völlig unterschiedlich angeordnet sind. Mal sind zwei gelbe hintereinander, mal eine rote, dann kommt eine blaue, dann kommt eine violette, dann kommt eine grüne, dann kommt wieder eine grüne und wieder eine blaue und wieder eine gelbe und eine andere Kette sieht völlig anders aus. So, und diese Einzelbausteinchen, diese sogenannten Aminosäuren, um die geht es letztendlich, wenn wir uns nachher mit der Frage beschäftigen, was besser ist, ob wir jetzt zwei verschiedene oder drei verschiedene Eiweißquellen kombinieren sollen oder eben nur eine. Also das ist die Primärstruktur, und da gibt es eine Sekundärstruktur, das heißt, wie entsprechend dann diese Kette gefaltet ist in der zweiten Ebene, und dann gibt es nochmal eine Teretärstruktur. Und wenn wir Eiweiß, also wirklich das echte Eiweiß im Ei erhitzen, dann denaturieren wir das. Das sieht man, wenn das Ei klar eben dann weiß wird. Das heißt, dann verändert sich die Struktur des Eiweißes nicht, aber, und deswegen erwähne ich das, die Aminosäuren. Die bleiben also genau in der gleichen Reihenfolge in der Perlenkette. Nur das wird anders gefaltet. So wird eben aus dem Ei klar ein Eiweiß. Also es ist egal, wenn ich gefragt werde, ja, wenn man das Eiweiß erhitzt, ob es dann irgendwie schlechter wird. Nein, es wird nicht schlechter. Natürlich durch Erhitzen gehen ein paar, insbesondere Vitamine flöten, aber gerade bei einem Ei, also ich würde es nicht unbedingt roh essen wollen, weil es gibt immer noch eine Minimalgefahr von Salmonellen und ein rohes Ei. Mir persönlich schmeckt das auch nicht wirklich gut. So, jetzt aber nähern wir uns langsam mal der Frage, warum man die Eiweiße kombinieren soll. Diese Perlenkette, die wird ja verdaut. Das heißt, die wird in Einzelteile zerschnitten, beziehungsweise in extrem kurze Perlenkettenstücken. Und nur die schaffen eben auch den Übergang vom, also durch die Darmwand hindurch, sodass sie eben das Eiweiß, die Aminosäuren im Körper zur Verfügung stehen. Und der Körper schnappt sich dann dieses Eiweiß und bastelt da irgendwas draus, was er eben gerade braucht. Vielleicht ein bisschen Kollagen, also sprich fürs Bindegewebe, vielleicht ein rotes Blutkörperchen oder bastelt eben etwas fürs Immunsystem draus. Deswegen sind wir auch auf eine ausreichende Zufuhr von Aminosäuren, also sprich Eiweiß, angewiesen. Es gibt insgesamt 8 essentielle Aminosäuren. Das bedeutet, essentiell heißt, wir müssen sie essen. Wenn nur eine von denen nicht zur Verfügung steht, warum auch immer, was im normalen Essen so nicht, also praktisch nicht passiert, dann würden wir sterben. Wir brauchen also 8 Aminosäuren von diesen insgesamt 20 auf alle Fälle. Und aus diesen 8 kann der Körper eben dann noch ein paar andere basteln, also die anderen 12. Man spricht auch noch von semi-essentiellen Aminosäuren, das ist zum Beispiel Arginin und auch Histidin. Deswegen spreche ich in meiner Welt, also wer meinen Online-Workshop schon mal angeschaut hat, da rede ich ja von den magischen 47 und ich rede immer gern von 9 essentiellen Aminosäuren, wobei das wissenschaftlich nicht 110% korrekt ist. Aber viele Menschen brauchen eben doch zum Beispiel von Histidin ein klein wenig mehr, als sie eigentlich vermuten. Und so kann der Körper aus den 8 eben auch dann nicht genügend von dem Histidin basteln.
Okay. So, ich versuche jetzt mal hier mit einer Grafik an meiner Tafel zu zeigen. So, geht so auch von der Beleuchtung? Bin ich noch im Bild? Ja, funktioniert. Warum das wichtig ist, dass wir die sogenannte limitierende Aminosäure kennen. Jetzt nehmen wir einfach mal hier. Das ist praktisch die verfügbare Menge an Eiweiß, verfügbare, ich nenne es mal verfügbare Aminosäuren, ja, VA, verfügbare, ich habe gerade echt überlegt, ob man verfügbar mit Vogel V oder F schreibt, Junge. Also, okay. So, und wir brauchen jetzt also 8 von diesen essentiellen Aminosäuren. Das sehen wir an, wir essen beispielsweise ein Hühnerei, okay? Und ein Hühnerei hat also von diesen 8 oder eben 9 essentiellen Aminosäuren ein bestimmtes Aminosäureprofil. Das heißt, von einer hat es ein bisschen mehr, vom anderen ein bisschen weniger, wieder eine hat es deutlich mehr, eine noch. Mal gucken, ob ich sie zusammenbekomme. Das ist Isoleucin, Leucin, Valin, Methionin. Das ist zum Beispiel Lysin. Ob das jetzt genau im Profil stimmt, ist es nicht wichtig. Dann haben wir auch Phenylalanin, wir haben Tryptophan, wir haben Threonin und wir haben hier hinten noch das vorhin kurz erwähnte Histidin. Ja? Das sind also diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 essentiellen Aminosäuren. Und jetzt ist eines ganz wichtig. Es gibt nämlich in jedem Lebensmittel, was wir essen, eine sogenannte limitierende Aminosäure. Und das ist ziemlich einfach hier zu erkennen. Und zwar ist es immer dann die Aminosäure, die in einem Produkt am wenigsten im Verhältnis zu den anderen vorkommt. Und hier sieht man, das ist diese hier. Das bedeutet, wir mögen hier einen Strich reinmachen. Und alles das hier ist das verfügbare Eiweiß, womit der Körper eben dann basteln kann, weil er eben mit dem anderen zusammen eben irgendwas Wertvolles für den Organismus bastelt. Alles das hier oben drüber ist sozusagen, ein bisschen vereinfacht dargestellt, Müll und muss irgendwie entsorgt werden. Zum Beispiel, weil der Körper eben dann die Harnsäure bildet und das über die Nieren wieder ausgeschieden wird. An dieser Stelle möchte ich noch ganz kurz einer der typischen Mythen aufklären, ob Eiweiß denn die Nieren schädigt. Ja, wenn wir vorgeschädigte Nieren haben, zum Beispiel bei Diabetes Typ 2, einer Kohlenhydratstoffwechselstörung und nicht einer Eiweißstörung, okay? Oder Eiweißstoffwechselstörung. Aber wenn die Nieren vorgeschädigt sind, dann hat sie nicht mehr diese Entrümpelungskapazität. Und dann kann eben ein schlechtes Aminoprofil die Nieren überlasten. Das heißt, Menschen, die eine vorgeschädigte Niere haben, sollten ein klein wenig mit dem Eiweiß aufpassen, ein bisschen mit ihrem Nephrologen, also mit dem Eiweiß, mit dem Nierenspezialisten darüber sprechen. Es gibt auch die essentiellen Aminosäuren als Tabletten. Und somit haben wir einen guten Ausgleich und das würde eben dann die Nieren weniger belasten. Alle anderen, die vernünftig funktionierende Nieren haben, die müssen sich mit Eiweiß in Bezug auf die Nieren absolut keinen Kopf machen. Ich habe das schon irgendwo anders erwähnt. Wenn die Leber pro Tag 250, 300 Gramm Eiweiß verwerten kann, warum sollen die Nieren dann weniger verarbeiten können? Und bitte vertraut mir, keiner von euch, gut, vielleicht ein paar Spezialisten, aber keiner, normal schafft keiner 300 Gramm Eiweiß am Tag. Das sind riesige Mengen an eiweißreichen Lebensmitteln. Und das ist auch wirklich dann relativ sinnfrei. Zurück zu dem hier. Das als Grundlage jetzt mal genommen, wenn wir jetzt beispielsweise das Aminoprofil bei einem Ei hätten, haben wir also eine limitierende Aminosäure. Und jetzt kommt auch schon die Lösung dafür, dass wenn wir Eiweiß sinnvoll kombinieren, dass es tatsächlich helfen kann, diese Aminosäurendefizite auszugleichen. Jetzt nehmen wir zum Ei beispielsweise, was gerne genommen wird, ist die Kartoffel. Um eine höhere biologische Wertigkeit zu erzielen, weil die biologische Wertigkeit beschreibt eben dann, wie viel wir aus dem Eiweiß mehr machen können, wenn wir das sinnvoll kombinieren. Oder anders gesagt, das war jetzt nicht ganz korrekt, ein Vollei hat die biologische Wertigkeit von 100, das ist der Referenzwert. Das heißt aber nicht, dass ein Vollei zu 100% im Körper aufgenommen, in körpereigenes Eiweiß umgearbeitet wird. Von dem Ei wird also ein bestimmter Teil verarbeitet und das zählt als Referenzwert 100. Und andere Lebensmittel haben dann eben weniger oder wenn wir es sinnvoll kombinieren, auch mehr. Etwas, was zum Beispiel eine sehr hohe biologische Wertigkeit hat, das ist das
Whey-Protein, das Molkeneiweiß. Das hat eine sehr gute, sehr ausgeglichene Aminobilanz, hat auch viele von diesen essentiellen Aminosäuren drin. Das ist schon eine ganz gute Grundlage. Übrigens ist auch einer der Grundprodukte in meinen Eiweiß-Shakes, was einfach so hochwertig ist. Aber nehmen jetzt irgendeinen anderen pflanzlichen oder auch nochmal tierischen Eiweißlieferanten dazu. Zum Ei esse ich vielleicht noch Käse. Es ist völlig egal. Es geht nur um das Prinzip. Dann kann es sein, dass eben dann zum Beispiel der Käse zum Ei, oder komm, wir machen was anderes, das, was ich gerne mache. Ich mache auch wahnsinnig gerne dicke, weiße Bohnen zum Rührei. Nehmen wir an, die Bohnen haben eben ein anderes Aminoprofil. Die haben dann zum Beispiel von dem wenig, von dem aber dann deutlich mehr. Sie haben vielleicht von dem so viel, sie haben von dem so viel, sie haben so viel, so viel, so viel, so viel und so viel. Nur als Beispiel, okay? Und jetzt sehen wir die Veränderung, wenn wir zwei Eiweißlieferanten kombinieren. Jetzt ist die limitierende Aminosäure nicht mehr das hier, sondern, seht ihr es, entweder die hier oder die hier. Das heißt, wir haben schon eine höhere Wertigkeit. Wir können schon mehr aus dem Produkt an Eiweiß rausholen. Und das erklärt eben, warum eigentlich eine Kombination von verschiedenen Lebensmitteln Sinn macht. Die Aussage, dass der Körper eben ein Einzel-Eiweiß-Lieferant besser verarbeiten kann, ist, Moment, okay, es stimmt einfach nicht. Gut, mal gucken, was ich euch noch zu dem Thema erzählen kann. Ich habe mir drei Notizen hier auf dem Zettel gemacht. Also beispielsweise, wenn Veganer generell auf tierische Produkte verzichten, die in der Regel eine deutlich höhere Wertigkeit haben als eine ausgeglichene Aminobilanz, dann wissen aber viele gut aufgeklärte Veganer, dass zum Beispiel Getreide viel Methionin hat, das ist eine dieser essentiellen Aminosäuren, dafür aber wenig Lysin. Getreide, ja, also sowas wie Nudeln beispielsweise. Aber umgekehrt sieht es bei den Hülsenfrüchten aus. Hülsenfrüchte haben tendenziell wenig Methionin und dann mehr Lysin. Und somit bekomme ich eben eine ausgewogenere Bilanz hin. Und so funktioniert das eben auch wunderbar. Mais hat zum Beispiel sehr wenig Tryptophan. Tryptophan ist wiederum wichtig, um Serotonin zu basteln. Das wird umgangssprachlich als Glückshormon bezeichnet. Und aus Serotonin wird nachts das Melatonin, das Schlafhormon. Deswegen ist auch wichtig, dass wir eben auf ausreichend Tryptophan achten. Und wer eben nur als Beispiel extrem viel Mais essen würde, der hätte ein Problem. Da denke ich sofort an die mexikanische Küche. Die essen sehr gerne Mais. Und wenn die jetzt nur Mais essen, nur Mais, 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 ganz viel Mais, dann haben die mit Sicherheit ein Problem mit dieser limitierenden Aminosäure Tryptophan. Wenn sie aber zum Mais noch Bohnen dazugeben, dann ist das wiederum ausgeglichen. Generell möchte ich noch auf eines hinweisen, denn wenn ich über Eiweißquellen spreche, egal ob jetzt tierische oder pflanzliche Herkunft, dann ist es immer wichtig zu wissen, okay, woher kommt denn eigentlich mein Zeug? Ich lenke jetzt mal Richtung tierischem Eiweiß. Das habe ich auch schon mal erwähnt, aber es kann gar nicht oft genug erwähnt werden. Wenn wir beispielsweise sehr gern Thunfisch aus der Dose essen, müssen wir einfach wissen, dass da teilweise so viel Quecksilber angereichert sein kann, dass wir bei regelmäßigem Thunfischkonsum letztendlich zum Fieberthermometer uns selbst machen, also mit einem hohen Quecksilberanteil. Und Quecksilber bindet Selen und Selen ist beispielsweise, also Selen entgiftet Quecksilber, steht aber dann nicht mehr für andere Prozesse im Körper zur Verfügung, wie beispielsweise das Aktivieren von dem noch nicht aktiven freien T4-Schilddrüsenhormon in das freie T3. Oder wer mich schon länger verfolgt, T4 ist das noch nicht brennende Streichholz. Selen ist die Reibefläche an der Streichholzschachtel und daraus wird das brennende Streichholz. Und das macht in unseren Kraftwerken das Feuer an sozusagen. Also wer viel Fisch isst, sollte eher auf kleine Fische achten. Mal gucken, ob ich das hier noch drauf bekomme. Ich habe so eine kleine Formel für mich oder jetzt auch für dich. Die lautet, Achtung, small. Ist nicht ganz korrektes Englisch, eigentlich müsste das HNL sein, aber es geht um kleine Fische. Je kleiner der Fisch in der Nahrungskette, desto weniger schwermetallbelastet ist es. Und ich möchte es gar nicht über dieses Überfischung der Meere und so weiter, und man kriegt ja auch die wertvollen Omega-3-Fette über Algenpräparate. Ja,
Und sobald es Algenpräparate sehr günstig gibt, wird es auch den Markt überfluten, da bin ich mir sicher. Mir geht es aber erstmal um generell als eine gute, vernünftige Eiweißquelle. Small bedeutet, ich schreibe es nicht hin, ihr könnt es ja auf den Zettel schreiben, wenn ihr wollt. Das S steht für Sardinen, dann M für Makrele, O für Anchovies oder die europäische Sardelle, dann haben wir H für den Hering, atlantischen Hering, und L natürlich für, ja, den Lachs. So, und wenn man sich hier an diesen Fisch hält, dann hat man schon mal eine ganz gute Quelle und kann praktisch hier für eine ausgeglichene Aminobilanz sorgen. Wenn ich jetzt zum Fisch beispielsweise eben auch noch ein paar Bohnen esse oder ich kann auch mal, was kann ich noch zum Fisch dazu packen? Habe ich noch eine andere leckere Eiweißquelle? Ja, also letztendlich, wenn man einfach diese Produkte kombiniert, habe ich diese höhere biologische Wertigkeit. Ja, über biologische Wertigkeit kann man auch lange sprechen. Es gibt nämlich auch noch andere Scores, zum Beispiel der PDCAA-Score, so heißt er auch. Oder wie heißt er auf Deutsch? Aminosäuren. Fällt mir gerade nicht ein. Weil es mich auch persönlich nicht interessiert, wie viel biologische Wertigkeit meine Kombination haben. Ich gucke einfach, dass ich immer kombiniere. Ich mache mich nicht verrückt. Ich esse auch mal einen Fisch alleine, also mit nur Gemüse, ist überhaupt kein Problem. Aber in diesem kurzen Video wollte ich mal aufklären, was es eben damit auf sich hat. Und somit habe ich hoffentlich die Frage auch beantwortet. Meine Lieben, bis nächsten Mittwoch. Ciao.